Tja, liebe Leute, ich muss jetzt gucken und ja. Was soll man sagen? Man muss wirklich jedes einzelne Gebiet genau absuchen, ob man nicht was finden kann. Zum Beispiel hier. Wasser werden wir unbedingt noch irgendwann brauchen. So. Fertig. Die Flasche Schön. ist jetzt voll Wasser. Trinken würde ich es allerdings nicht. Du sollst es ja auch nicht trinken, mein Guter. Denn im Pfarrhaus findet man nämlich eine Glasscherbe oder eine Scheibe. Schauen wir doch mal. Was haben wir denn hier alles? Gehen wir erstmal zum Tor. Eine alte Tür. Da ist dann die Glasscheibe. Ein Stapel Brennholz nehme ich an. Hier heizen noch fast alle Leute mit Holz. Es ist mit einer alten Tür abgedeckt, die ihn vor Regen schützt. Die Tür hat sogar ein rundes Aha. Her Glasfenster. damit. Die Glasscheibe ist locker. Her damit. So wird meine erste Idee auch Wirklichkeit, denn mit der Glasscheibe in dem Eimer kriegen wir dann eine Art Taucherbrille für ganz große Zyklopen. Passt perfekt. Jetzt hat der Eimer einen Glasboden. 1A. Dann schnell zurückflitzen. Dann zieh dir mal wieder die Warthose an, mein Guter. Das ging flott. So, jetzt aber. Hoffentlich hat sich der Aufwand jetzt auch gelohnt. Interessant. Und genau das, was ich vermutet hatte. Da ist eine Treppe, die in den Boden führt. Blöderweise hat der Fluss tonnenweise Kieselsteine die Treppe heruntergespült und damit alles blockiert. Also fast dasselbe Problem wie bei der Akademie. Somit ist das Portal auch erledigt. Drei Orte habe ich abgeklappert und keinen Zugang gefunden. Jetzt hier, jetzt fehlt nur noch der im Wald und der im Sumpf. Wahrscheinlich wird einer der beiden auch unzugänglich sein, dann gibt es noch eins. Hier finde ich eh nichts mehr, also kann ich die Ja. Warthose auch da lassen. Den Eimer lasse ich auch hier, falls Bobby mal wieder nach Geschenken sucht. Ist doch nett von ihm. Ich habe die Ruinen, die Kirche und den Fluss ausgeschlossen. Hoffen wir, dass sich im Wald mehr finden Wir werden lässt. ja sehen. Theoretisch müsste er ja der Steinkreis sein, wo Vic ermordet wurde. Wenn ich meinen Fähigkeiten als Kartograf vertraue, was ich auch tue,
Dann müsste über diesen Pfad eines der Portale zu finden sein. Dann rein mit dir. Oh. Das sieht eindeutig nach einer Bärenfalle aus. Ich bin mir zwar nicht sicher, wofür ich den brauchen kann, aber da lässt sich bestimmt was finden. Lebensgefahr. Betreten des Waldes verboten. Achtung, Jagdsaison. Fallen- und Schusswaffengebrauch. Bin ich jetzt im falschen Film? Willow Creek? Oder was ist hier? Nicht mit C-R-E-K, sondern mit K-R-I-I-G diesmal. Naja, schauen wir mal. Diese Falle ist nicht mehr gefährlich, aber bestimmt nicht die einzige hier. Und vor allem die einzige, die man so gut sehen kann. Ja, deshalb sollten wir da auch erstmal nicht durchgehen, würde ich sagen. Jetzt der Trampelfahrt, oder? Wenn die Karte stimmt, müsste man hier dem Trampelpfad nach Norden folgen, um zu dem Ort zu kommen, wo sich eines der Portale befindet. Mal rein mit dir. Oh, sieht ja nett aus hier. Dafür, dass es ein Sumpf sein soll. Ziemlich Ach, echt? Sumpfig hier. Trotzdem, das hier muss die richtige Stelle sein. Weit und breit kein Portal. Dann muss es wohl schon vor langer Zeit im Sumpf versunken sein. Keine Chance, da ranzukommen. Das ging flott. Ach, vielleicht gibt's hier noch... Oh, ein Metalldetektor, nett. Das sieht aus wie ein alter Metalldetektor. Ist bestimmt kaputt, aber sowas lässt sich ja reparieren. Ja, wir schauen es uns noch ganz genau um. Hier liegen jede Menge Knochen von kleinen Tieren, Vögel oder Eichhörnchen, keine Ahnung. Hier liegen jede Menge Knochen. Die Brücke führt bis zur Hälfte in den Sumpf, dann versinkt sie im Boden. Okay, dann werden wir hier wohl nicht mehr finden. Aber mal schauen. Wenn wir den Metalldetektor haben, können wir noch bestimmt reparieren und dann die Bärenfallen herausfiltern. Sollte auch nicht so schwer werden. Nun, schauen wir mal, was fehlt dem Teil denn? Der lag bestimmt schon ein paar Monate im Sumpf. Die Batterie und die Elektronik sind hin. Die Spule müsste noch funktionieren, sie ist aus Kupfer. Ich könnte das Gerät reparieren. Dazu brauche ich nur eine neue Batterie und etwas, mit dem man elektrische Signale empfangen kann. Mein einsatzbereiter Bohrhammer. Bauschaum braucht Feuchtigkeit zum Aushärten. Mal schauen, wir können ja auch rumfragen. Sofern wir mal jemanden finden, der uns helfen kann. Tür, Getränkekarte, Lampen. Oho, wir können mit Edward reden. Wie läuft's? Bestens. Was kann ich für Sie tun, Sir?
Waren Sie mal im hiesigen Museum? Ich interessiere mich sehr für Museen aller Art, speziell Völkerkunde und Geschichte, Sir. Aber das hier in Willow Creek kann man nicht mehr als Museum bezeichnen. Es ist vielmehr ein Sammelsurium an Unwürdigkeiten. Sie waren schon drin? Ja, vor ein paar Jahren, als es dort noch ein paar richtige Ausstellungsstücke gab. Ich muss dann mal wieder. Beehren Sie uns bald wieder, Sir. Nein, ich finde, Denise darf jetzt auch mal in Ruhe arbeiten. Mit Zack können wir jetzt auch noch reden. Schön. Kann ich kurz etwas fragen? Ich habe im Wald eine Bärenfalle entdeckt. Sind solche Fallen überhaupt zugelassen? Ich weiß, dass hier das ganze Jahr über Jäger unterwegs sind, aber Bärenfallen benutzen die bestimmt nicht. In England gibt es doch gar keine Bären. Für wen sind die Fallen denn dann bestimmt? Und wer hat sie da ausgelegt? Vielleicht haben die Bären ja welche ausgelegt, um die Jäger zu fangen. Sie finden für alles eine logische Erklärung, was? Hauptsache, man muss keine Zeit dafür verschwenden, der Sache auf den Grund zu gehen. So sieht's aus. Auf Wiedersehen, Constable. Ja, danke für gar nichts, guter Mann. Egal wie groß meine Probleme auch sind, wenn ich durch diese Tür trete, werden sie um ein Vielfaches anwachsen. Ach, Gottchen. Okay, so. So kompliziert wird das jetzt nicht, denn es ist eben das Problem, wenn man mehrere Wochen Pause gemacht hat, dann erinnert man sich an einige Sachen nicht mehr. In Phils kleinem Horrorhaus gibt's doch sehr viel Elektrozeug. Mal schauen, ob wir da was finden werden. Ja, schon traurig, dass ausgerechnet Phil uns helfen kann. Den Motor kenne ich noch gut genug. Alles Schrott. Allein die Batterie könnte man... Na dann, her damit. Phil wird sich freuen. Verriegelt. Okay. Okay, das heißt, wir müssen irgendwo Autoschlüssel finden, oder wie? Ein Transistorradio. Ein Gerät, mit dem man Signale empfangen kann. Ich glaube, das wird sich noch als nützlich erweisen. Nur her damit. Phils Schlüsselbund. Wenn es eine verschlossene Tür in seinem Haus gibt, dann kann ich sie damit öffnen. Bevor ich gehe, würde ich gern nochmal nach Phil sehen. Immerhin ist er schon 3 Tage im Keller eingesperrt. Du meinst, ob so gut ist, wirklich nach ihm zu sehen, also... Shit! Er ist tot? Ach du Schande. Ralph vielleicht? Phil ist tot. Ich kann nicht erkennen, woran er gestorben ist. Vielleicht ist das meine Schuld. Immerhin habe ich ihn eingesperrt und vielleicht hatte er vor lauter Hunger und Durst keine Kraft mehr. Verdammt. Aber nein. Nein, als ich ging, habe ich die Kellertür abgeschlossen. Und als ich wiederkam, war sie offen. Es muss in der Zwischenzeit jemand hier gewesen sein.
Ganz genau. In diesem Fach hatte Phil mich eingesperrt. Kein Wunder, dass ich die Tür nicht öffnen konnte. Das Vorhängeschloss sieht stabil aus. Da drin liegt eine stark verweste Leiche. Die muss ich mir nicht nochmal ansehen. Naja, mindestens muss ich Willem Krieg keine Sorgen mehr um diesen Psycho machen. Okay, hier ist eigentlich auch nichts mehr. Aber, na toll. Phil ist tot. Phil ist tot. Der Tank ist leer. Das Schicksal des Autos ist damit wohl besiegelt. Den Motor kenne ich noch gut genug. Verriegelt. Irgendwo muss doch der Autoschlüssel sein, Mensch. Wenn ich die kaputte Elektronik mit der aus dem Radio ersetze und die Antenne, ja, hier noch das Kabel. Geschafft. Und wenn ich in E-Technik richtig aufgepasst habe, dann müsste das funktionieren. Die Scheiben sind nur unten eingeschlagen. Entweder jemand wollte einsteigen und hat es dann doch nicht gemacht, oder der Werfer hatte verdammt kurze Arme. Ob das daran liegt? Brauchen also einen Schlüssel für die blöde Motorhaube. Bleibt halt nur die Frage, wie. Nee, warte mal. Wir könnten ja noch zu Ralf gucken. Irgendwann müssen wir Phils Autoschlüssel finden, nur... Wenn ich an Phil selber, dann muss ja jemand sein, der noch dort war. Da würde mir höchstens noch Ralf und Tom einfallen. Zu Tom will deren alias Adrian ja nicht, also... Schauen wir mal bei Ralf vorbei. Bloß nicht berühren, sonst fällt alles zusammen. Da wurde für den Winter vorgesorgt. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass das Ralph war. Na, wer weiß. Ralph? Bist du da? Hier ist Darren. Ja. Phil, dieser Kerl, der dich eingesperrt hat, ist tot. Ralph, hast du gehört? Du kannst beruhigt sein. Keiner tut dir mehr was. Und der andere? Was ist mit dem? Welcher andere? Der Kumpel. Ist der auch tot? Nein. Wer ist das denn? Kennst du seinen Namen? Kumpel. Phil nannte ihn Kumpel, wenn er da war. Und wenn er nicht da war? Nett. Das kann ja nur Tom sein. Oder Barry. Interessant, hier kann man auch überall schnell reisen. Thank you.
kann kaum mehr erkennen, was da mal geschrieben stand. Aber ich gehe nicht davon aus, dass hier je etwas Essbares serviert wurde. Zumindest nicht, seit Tom den Pub geerbt hat.